Jakob Maske begrüße ich jetzt in Berlin, den Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Guten Abend, Herr Maske. Guten Abend. Kann ich mich als Elternteil oder als Angehöriger eigentlich auf diese Testung wirklich verlassen oder ist das alle eigentlich für die Katz? Na, für die Katz ist es nicht. Gerade bei den Kindern und Jugendlichen sehen wir in den Schuluntersuchungen, dass eben da schon auch Kinder positiv sind und auch herausgefiltert werden. Insofern ist das natürlich schon eine Infektionsschutzmaßnahme, die durchaus Sinn machen kann. Aber man kann natürlich auch diskutieren, ob man alles weglässt. Aber das sollten eben doch die Epidemiologen tun und nicht die Bürger auf der Straße. Und ich glaube, gerade jetzt, wo es sehr viele Infektionen gibt, sind wir in dieser Situation nicht. Sollte man denn als Eltern dann dazu übergehen, seine Kinder jeden Tag einfach zu testen, um sicherer zu sein? Na, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Nicht alle Kinder lassen es gerne zu, sich jeden Tag testen zu lassen. Die Schulkinder in mehreren Bundesländern werden im Moment schon täglich getestet, teilweise auch dreimal die Woche. Die Kindergartenkinder kommen jetzt in vielen Bundesländern dazu. Das ist schon auch eine Belastung. Es ist auch natürlich eine Menge an Testungen. Und wie sinnvoll die Testungen sind, haben wir ja gerade gehört. Es gibt durchaus bei schlecht durchgeführten Testen eben auch die Möglichkeit, dass ein positiver Befund nicht erfasst wird und dieser Test dann negativ ist. Damit müssen wir natürlich immer jederzeit rechnen. Und jetzt haben wir noch das Thema der knappen PCR-Tests, die in Deutschland ja nun Mangelware zu werden drohen, je mehr Menschen eben erkranken an Omikron. Auch das ist ein Problem für die Kids und die Jugendlichen. Ne? Ja, natürlich. Wir sehen im Moment in unseren Praxen täglich wirklich viele Kinder mit positiven Schnelltesten, die nachgetestet werden müssen nach den jetzigen Regeln. Die kriegen also alle eine PCR-Testung. Das ist in allen Kinder- und Jugendarztpraxen im Moment die tägliche Aufgabe, die sehr belastend ist und unsere gut arbeitenden medizinischen Fachangestellten an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringt, weil es so viel Belastung ist. Und hier müssen tatsächlich neue Regeln gefunden werden. Da ist die Bundesregierung hoffentlich auch schon dabei, dass diese Kinder unter Umständen auch gar nicht mehr PCR nachgetestet werden müssen, dann brauchen sie natürlich auch ein Genesenenzertifikat, weil das natürlich etwas ist, was im täglichen Leben immer wichtiger wird, leider. Wie geht das denn dann, wenn die nicht mit PCR nachgetestet werden müssen, aber trotzdem dieses Genesenenzertifikat haben, müssen wir dann trotzdem in Quarantäne oder was wäre da ein Way Out? Ja, natürlich, wenn man sagt, ein Test ist positiv und sind unter Umständen auch noch Krankheitssymptome dabei, die das auch tatsächlich nochmal untermauern, dann ist es natürlich so, dass die Kinder in Quarantäne müssen. Die Quarantäne ist ja nur aktuell gerade recht stark verkürzt worden für die Schulkinder. Und wenn sie dann eben freigetestet sind, dann müssen sie auch rasch wieder zurück in die Schule bzw. in den Kindergarten. Das ist wichtig. In meinem Umfeld ist es so, und ich weiß nicht, wie repräsentativ ich da natürlich bin, ist, dass ich jetzt wirklich mehr und mehr von Freunden höre, dass kleine Kinder insbesondere erkranken, dass es also dass Omikron anscheinend in dieser Gruppe auch wirklich ganz, ganz aktiv ist. Aber bisher, zumindest in meiner Wahrnehmung, eher mild. Ist das richtig oder was haben Sie für einen Überblick? Ja, genau. Also wir müssen immer unterscheiden. Wir sehen auch sehr viele Kinder, die infiziert sind. Das heißt aber noch nicht, dass sie erkrankt sind. Die meisten Infektionen sind bei uns Zufallsbefunde, weil eben Kinder ohne Anlass getestet werden. Deswegen sind die Inzidenzen auch in dieser Altersgruppe sehr hoch, weil sie eben auch die symptomlosen Menschen dort testen. Und deswegen haben sie relativ hohe Inzidenzen, weil da natürlich Positive sind, die in der Regel nicht erkrankt sind. Kranke Kinder sehen wir tatsächlich sehr, sehr selten und wenn, sind es in der Regel milde Verläufe mit ein bisschen Schnupfen, manchmal ein wenig Fieber und sehr schwere Verläufe sind tatsächlich ein Glück weiterhin Raritäten. Sie sind offenbar noch seltener als mit den anderen Virusvarianten. Also das zumindest eine leicht gute Nachricht von Jakob Maske, dem Sprecher des Berufsverbandes Kinder- und Jugendärzte. Guten Abend und danke Ihnen dafür nach Berlin. Sehr gerne, guten Abend.